Diese Woche ist voller Nachrichten, darunter die nicht landwirtschaftlichen Gehaltslisten in den USA, die den US-Dollar, den Anleihenmarkt und den Aktienmarkt erschüttern können. Um die wichtigsten Ereignisse dieser Woche zu diskutieren, ist Justin Irving, Gründer von NGDP Advisors an der Leitung. Letzten Sonntag hat die türkische AK-Partei einen unerwarteten Sieg bei den Wahlen errungen. Erdogan sagte, es sei eine Stimme für die Stabilität. Ist in der nächsten Zukunft eine Stabilisierung der türkischen Lira zu erwarten? Ja, das stimmt. Für die nächsten 1 bis 2 Monate. Eine längerfristige Prognose für etwa 12 Monate würde ich jetzt nicht wagen. In Bezug auf die türkische Börse, so besteht ihre Errungenschaft nur in dem, dass sie sich nach dem drastischen Einbruch im Sommer erholt hat. Denn jetzt würde ich keine radikalen Veränderungen in der Türkei erwarten, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungen in Syrien. Nun zu Großbritannien. Stephen E. Boston von ICAEW sagte, dass das Vertrauen nach dem Wahlenaufschwung wieder sinkt. Die politische Flitterwoche ist vorbei. Das britische Geschäftsklima verschlechtert sich. Erwarten Sie, dass die Daten aus Großbritannien in dieser Woche das Vertrauen verbessern können? Diese Woche erfahren wir Immobilienpreise, Währungspolitik, Handelsdaten und Industrieproduktion. Das geldpolitische Statement ist mit Abstand am wichtigsten. Es ist klar, dass die Zinsen diese Woche nicht erhöht werden, denn jetzt gibt es keinen Raum dafür. Inflation beharrt auf der Nullmarke. Die Wirtschaft würde ich nicht gerade als schwach bezeichnen, aber sie ist auch nicht stark. Der Anstieg der Immobilienpreise ist der einzige Pluspunkt für das Pfund, aber es ist eine zyklische Erscheinung und die Bank von England wird darauf kaum reagieren. Deshalb erwarten wir diese Woche keine geldpolitischen Veränderungen. Am Freitag werden in den USA Gehaltslisten veröffentlicht. Seit 2 Monaten erscheinen die Daten weitgehend unter den Erwartungen. In diesem Monat erwarten die Märkte eine Zunahme von etwa 185.000. Wie wirksam werden diese Daten für die erwartete Zinserhöhung sein? Diese Zahlen können viel bewegen. Sie machen immer viel Lärm an den Märkten, aber die Fed wird erst die Marktreaktion beobachten. Falls die Zahlen dem Markt sehr robust vorkommen, bei etwa 2,50, 2,75, was mich persönlich nicht überraschen würde, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der nächsten FOMC-Sitzung zu. Doch ich glaube nicht, dass dies schon diese Woche passieren würde. Wenn die Daten diese Woche sehr stark erscheinen, dann können sie die Zinserhöhung annähern. Definitiv sind die Non-Farm-Payrolls im Auge zu behalten. Justin, danke für Ihre Kommentare. Wie Justin sagte, sind die Non-Farm-Payrolls im Auge zu behalten. Um das und mehr zu erfahren, klicken Sie auf die Dukaskopje-Webseite.